Jo Leute, und was geht? Ja. Nicht wundern, ich bin gerade etwas konzentriert mal wieder. Und ja, wie ihr schon seht, Bio 2. Heute mal ein paar Gründe, warum ich BO2 langsam nicht mehr mag. Grüße an All in Gamer oder auch BLVK Clan, die das Video auch schon gemacht haben. Ich sag jetzt mal meine Gründe, warum ich das Game nicht mehr so mag. Und zwar einfach mal, kennt viele, Gegner springt runter, ihr ballert ihn keine Ahnung wie oft mal an, hittet ihn keine Ahnung wie oft mal an. Er stirbt nicht und er hat euch keinen Headshot gegeben. Das regt mich dezent auf. Dann habe ich mal eine stärkere Waffe als er, also beziehungsweise bestes Beispiel war es wieder vorhin gewesen, dass ein Level 7er mich permanent weggenietet hat mit einer viel viel schlechteren Waffe als ich. Denn jedes Mal immer dieses, ja, wie soll man sagen, du spawnst bei den Gegnern. Du spawnst zwischendurch einfach mal bei den Gegnern, wo ich mir denke, kann die? Ja. So ungefähr. Und das ist auch wieder so ein Punkt. Oder du schießt ihn öfters an. Oder sage ich jetzt mal auch mal ein Headshot und er stirbt nicht. Ja, du gibst einen Headshot und er stirbt nicht. So, dann gibt es auch diese Leute, die ganze Zeit campen. Gibt es Leute, die ganze Zeit in so eine Ecke sneaken und warten, bis einer kommt und dich einfach mal so wegnicken. Ohne Sinn und Verstand. Außenpunkt, der mir auf den Sack geht. Dann kommt dazu, die Gegner sind, habe ich so das Gefühl, schneller beim Nachladen als ich, obwohl ich ja immer dieses Kit, sage ich jetzt mal, drin habe, wo ich schneller nachladen kann. Sind die zufälligerweise immer schneller. Ich werfe eine Granate genau auf ihn, er steht da, er ist nicht tot. Werf ich aber eine Granate, wirft der Gegner eine Granate, bin sofort tot. Ja, obwohl ich davon fliehe. Nur so ein Punkt ist die Mine. Ja. Der Gegner wirft eine Mine, ich sehe sie aber nicht. Und dann auf einmal steht da, jo, ich bin tot. Das regt mich dezent auf. Dann immer solche Leute, so wie diese kleinen sechsjährigen Kiddies, die sie denken, jo, ich beleidige ihn einfach jetzt mal. Wo ich mir so denn denke. Okay. Er beleidigt mich. Und jetzt? Ja, du willst jedes Mal was gegen machen, weil jemand einfach keinen Bock zu hat. So. Ich zum Beispiel spiele gerade recht oft BO2. Muss ich ehrlich sagen. Wir sind Level 45. Und 4 zu 7 ist ein bisschen schlecht. Auf jeden Fall, das geht die ganze Zeit schon so. Dann wirst du als Noob abgestempelt, bla bla bla. Wo du das Game fast 2 Monate nicht mehr gespielt hast. Und du dich erstmal richtig wieder einfinden musst. Wirst du dann erstmal gleich als Noob betitelt. Wo ich mir denke, die tun aber auch nichts gegen. Das ist den Leuten, du reportest die alles Mögliche. Ja? Es passiert nur nie was. So wie das schon wieder. Ja? Das ist so, okay, gut, war jetzt meine Schuld. Ja. Aber trotzdem, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja? Dieses jedes Mal gekämpft in der Ecke und so lange warten, bis irgendjemand rumkommt, beziehungsweise auch ich rumkomme und ich hab einmal tot und so wieder schon wieder. Ja, ich check das nicht. Ich check das nicht, woher die jedes Mal wissen, dass ich komme. Es ist jedes Mal aus Säure. Ja, es ist nichts aktiviert von Gegnern oder von uns. Ich sneake. Ja? Er weiß sofort, wo ich bin. Er weiß sofort, an welcher Ecke ich bin. Wo ich mir jedes Mal denke,
What the fuck? Warum? Ja, das sind diese Gründe, warum ich BO2 so gut wie gar nicht wirklich spiele. Halt eben einfach nur mal so kurz aufnehme. Weil mir das langsam persönlich echt auf den Sack geht. Ja. Und alleine diese Leute, gut, okay, für die Internetverbindung kann man nichts. Kann ich verstehen. Easy peasy. Aber wenn man merkt, dass man ein 200er, 300er Ping hat, ja, und die ganze Zeit durchs Spiel leckt, auch abgesehen von den Gegnern, ja, so wie der mit 999er Ping, dann sag ich mir auch jetzt mal, Alter, guck auf deine Ping-Zahl und dann, wenn du ein schlechtes Internet hast, dann spiel das Spiel nicht. Ja, und das ist ein Punkt, der mich richtig ankotzt. Ja, wenn die Leute immer so Misseping haben, und ich dann so denken, okay, easy, bin chillig, weißt du? Und das kotzt mich an. Das ist, obwohl ich mir dann sage, ganz in Ruhe durch die Hose atmen, wird schon irgendwann gut. Was bei mir aber der Fall nicht ist, weil mich das persönlich übertrieben aufregt. Ja, also auf den neuesten Stand mal zu bringen. Ja. Und das kotzt mich auch einfach jedes Mal an. Ja, vor allen Dingen die springen, ducken. Die wissen wirklich jedes Mal, in welcher Ecke du bist, du sneaks, alles. Die wissen, wo du bist. Die wissen es. Die stehen schon da, bevor du irgendwas gemacht hast. Ich kann 10.000 Mal als erstes aufdrücken. Ich bin sofort tot. Aber wo ich mir dann die Killkamera angucke und mir denke, das war nicht mein Headshot. Und sofort habe ich das Gefühl, immer mit einem Schuss weg. Also, weiß ich nicht. Auch mit den Teammates. Ich habe das Gefühl, die haben keine Ahnung von diesem Spiel. Die latschen alle vor und denken sich schon, yo, kriegst den. Ja, und das ist so ein Punkt, der mich jetzt mal schon wieder bupp, sofort bei mir sah es so aus, als ob er hochgezogen hat. Ist einfach so. Ja, und das geht mir schon etwas auf den Sack, weil das wirklich so gut wie jedes Mal ist. Ja, du sneakst so hier und meistens wissen die sofort, wo du bist. Sofort. Ja, ich brauche nicht mehr irgendwie anfangen zu schießen oder so. Brauche ich nicht. Die wissen sofort. Und das ist ein Punkt, wo ich mir auch jetzt mal so denke. Leck mich, ich habe keinen Bock mehr. Ja, es gab schon Momente, wo ich richtig geraged habe. Wo ich fast meine Maus gegen die Wand gepfeffert hatte. Da muss ich sagen, sowas regt mich auf. Ja, und dann diese kleinen Kinder, die dann so kommen. Ja, was bist du für Noob, Alter? Habe ich schon gehabt? Realtime Story. Habe ich auch schon gefragt, ja. Und? Wie alt bist du? Also, ich bin 7. Wo ich mir denke, Alter, noch so ein Ding und ich komme vorbei. So ungefähr. Wo ich mir wirklich echt sage, das kotzt mich an. Dass so diese kleinen Kiddies denken, sie werden was Besseres und können das Spiel nicht richtig spielen. Zum Beispiel auch da, wo ich jetzt gestorben bin. In der Ecke, wo er gerade gelaufen ist. Da ist ein Camper. Die ganze Zeit, permanent. Man killt ihn so oft. Ja? Man nietet ihn so oft weg. Er hat sich gecheckt. Level 20, er hat sich gecheckt. Er gammelt da und gammelt und gammelt und wir nieten ihn alle permanent weg. Ja, das waren meine Gründe, warum ich BO2 nicht mehr so feier wie sonst immer mal so gewesen. Aber gut, ne? Nicht jedes Spiel läuft perfekt, wie man es will. Ja. Werden wir aber noch sehen, ne? Wie hat das was sonst erstmal von mir gewesen sein? Und ja. Ich hoffe einfach mal. Das Video kam hoffentlich recht gut bei euch an.
Vielleicht könnt ihr mich verstehen, vielleicht auch nicht. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Es geht auch an die Leute, die BO2 spielen. Und ja. Ja, wenn ihr mal rumzocken wollt, dann wie gesagt, schaut mal bitte in die Videobeschreibung, da steht alles drin. Wenn ihr mal hier so ein bisschen BO2 über den PC spielen wollt oder sonstiges. Ich stehe zur Verfügung, auch wenn ihr ein Intro braucht, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Viele fragen mich ja, yo, wie viel kostet bei dir ein Intro? Und bei mir kostet ein Intro gar nichts. Ihr könnt einfach anschreiben, ob auch für Freunde oder nicht. Schreibt mich an. Und ich mache für euch Intros, ihr müsst mir halt nur sagen, was raufkommen soll und was nicht und wann die Intros fertig sein sollen. Und ich mache euch gerne ein Intro. Ups. Gut, aber wie, das soll jetzt wirklich erstmal von mir gewesen sein. Und ja, das war's erstmal, ne? Mal gucken. Mal gucken, was alles so läuft. Mal gucken, mal gucken. Schu, schu, schu. Du kleine hässliche Fotze. Was? Du Arschloch. Du Arschloch. Du. Oh. Juhu. Wahrscheinlich. Ja, moin. Gucke, das mal nicht. Okay, gut, der ist auch ein paar Ringe weiter als ich, aber. Trotzdem. Trotsch, trotsch, trotsch ein. Oh, wir haben gewonnen. Jo, Leute, das war's von mir. Ihr wisst Bescheid. Haut rein, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich freue mich schon voll. Und ja. Haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bau! Mann, 8 zu 6 bin ich schlecht gewesen. Aber hey, wir haben was verdient. Okay. Scheiße. Wie gesagt. Bis zum nächsten Mal wirklich. Tschüss, Leute.